Hallo und willkommen zu einem weiteren Age of Empires 2 Video. Wir machen heute weiter mit der Reihe von Fletching zu Botkin, der Reihe, in der ich gegen Spieler auf etwas niedrigere Elo spiele und versuche quasi in das Skillset hineinzuversetzen und zu zeigen, was ich denke, was die wichtigsten Dinge sind, auf die man sich konzentrieren sollte, um sich zu verbessern und wo die ja, häufigsten Fehlerquellen sind, dass ich das quasi versuche auch zu finden. Ich habe ja natürlich nicht den Anspruch darauf, dass alle Spieler auf dem Level so spielen oder dass ich, während ich mich quasi da versuche ich hineinzuversetzen, auch 1:1 diese Performance abliefer. Das nur noch mal zur Erklärung. Aber bislang ist das doch ganz gut angekommen, so wie ich das aufgebaut habe. Also mache ich das so weiter. Heute sind wir immer noch im Bereich 1100 bis 1200 Elo. Das ist jetzt aber das letzte Video in diesem Bereich. Da haben wir schon einige sehr gute Performances gesehen. Und heute zum Abschluss würde ich auch nochmal eine defensive Karte machen, nämlich Arena. In der Folge davor hatten wir ja eine Wasserkarte noch. Und heute hat sich Chas dafür bereit erklärt, einmal hier mitzuspielen. Der ist bei 1142 gerade im 1 gegen 1. Dazu sei nochmal gesagt, dass er nochmal erwähnt hat, dass er jetzt eigentlich nicht so der Spieler ist, der gerne oder oft auf Arena spielt. Heißt jetzt nicht, dass er da keine Strategien für kennt oder so. Aber das nur so mal vorneweg, dass es sich also ich habe ihn so ein bisschen genötigt, sagen wir es mal so. So, dann gucke ich mal kurz, ob ich hier mal ein schönes Völkchen bekomme. Ich muss nur den richtigen Tab finden. Hallo? Da ist es doch. Wunderbar, da sind wir. Habe ich alles ausgeschaltet, was wir schon hatten. Ich glaube, das stimmt alles so. Dann gucken wir mal, was wir heute spielen. Wir spielen heute die Berber. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Arena-Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber darum geht es ja nicht. Berber auf Arena, hey. Das kann sich auch gerne ausdenken. Ja, ansonsten bin ich, glaube ich, ready. Und in der nächsten Folge werden wir dann also auch schon bei 1200 bis 1300 Elo weitermachen. Das wird dann auch mal spannend. Aber das dann zu gegebener Zeit. Heute wollen wir noch einmal ein bisschen boomig, bisschen defensiv, bisschen passiver spielen. Und das ganz ohne Loom, wie es sich auf Arena gehört. Die Briten haben sich ausgesucht. Interessant. Vielleicht kann ich ja meine Ginetten hier, wie die auf Deutschland noch heißen mögen, zum Einsatz bringen. Vielleicht möchte er auch mit Bogenschützen irgendwie Castle Aggression, also in der Ritterzeit Aggression spielen. Vielleicht ein bisschen Map-Controller bekommen. Vielleicht mit einem Siege Tower übersetzen, mit einem Belagerungsturm. Viele Optionen, was man mit den Briten machen kann. Mit den Briten kann man aber auch hervorragend boomen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall beachten, was ich in diesem Elo-Bereich auch verstärkt habe, verstärkt zu zeigen oder zu erklären versucht habe, nämlich das Scouting ordentlich machen, dass wir genau wissen, was uns erwartet. Und wie immer auf Arena schauen wir zuerst draußen, wir haben auch schon die Kuh gefunden. Wir haben jetzt auch alle unsere Kühe, wenn ich das richtig verstehe, aber der Vollständigkeit halber gucke ich mich einmal draußen um, bevor ich reinkomme. Wo wollen wir denn mal Holz hacken gehen? Hier unten ist doch schön. Kuh könnte ich schon mal ordentlich parken hier. Ah, die wollte ich nicht so richtig, das ist schade, aber gut. So, also es gibt viele Dinge, die man mit den Briten auf Arena machen kann. Ich spiele sie da persönlich auch ziemlich gerne. Die, lustigste persönlich Strategie, die ich viel, ich glaube, ich zeige eher so diese Cheese-Strategien eher weniger. Ich glaube, ich werde mich auf Standardspiel insgesamt hier auch ein bisschen in der Reihe beschränken. Was ich aber sehr gerne mag, ist mit einem Belagerungsturm eben so 5-6 Bogenschützen oder Armbrustschützen, wenn man dann kurz nachdem man in der Ritterzeit ankommt, die dann überzusetzen und damit so ein bisschen zu stressen. Ist ein ordentliches Investment und ist nicht ganz so leicht zu spielen, also ich würde es nicht empfehlen auf der Elo, aber ich fände es lustig, wenn das machen würde oder sowas ähnliches. Also ich bin mal ganz gespannt. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er irgendwas Spezielles spielen soll, wie immer. Das ganz dem Spieler selbst überlassen. So, ich hole mir jetzt schon mal die Kuh. Bei den Kühen muss man das Timing immer ein bisschen, ich hole mir jetzt schon mal das Schwein. Bei den Kühen muss man das Timing immer ein bisschen im Auge behalten, weil die ja mehr Nahrung haben und man möchte eigentlich keine überflüssige Kuh anhauen quasi. Das heißt, ich glaube, das wird vom Timing hier jetzt gerade ziemlich gut. So als groben Richtwert, man kann das Schwein reinholen, wenn die Kuh. Heute habe ich es schwierig mit dem Sprechen. Die Kuh noch so die Hälfte der Nahrung ungefähr hat oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Dann kann man ungefähr loslaufen.
Und dann am besten einfach einen von dem Wildschwein abziehen, aber es ist auch nicht, ich glaube, ich habe das auch in vorigen Videos in der Reihe natürlich gemacht. Ist es nicht so schlimm, wenn man noch eine Kuh mehr schlachtet oder sonst was passiert. Also ich habe die jetzt hier auch ein bisschen verrotten lassen. Ja, das Haus wird nicht rechtzeitig fertig. Er ist ein bisschen weit gelaufen, das hätte ich unterwegs machen müssen. Schon mal ein klitzekleiner Fehler hier, beziehungsweise ein recht großer. Das Haus doch deutlich später angefangen, als ich gedacht hätte. Interessant. Schon fast Zeit für das nächste Schwein. Ich klicke mal den Scout noch ein bisschen auf der Minikarte rum, dass wir uns da ein bisschen beschäftigt halten, den guten. Kannst zurückkommen. Wunderbar. Das Timing war nicht so gut insgesamt. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, aber ich glaube, es wird nichts mehr so Tragisches werden hier. So, alles gut. Ja, eigentlich, also ist es, ich schließe es aus, dass er nicht Rehe anlocken kann. Also wie die hier stehen, das wird schon eher verrückt, wenn man das nicht hinkriegen würde auf dem Level, glaube ich. Ich mache es trotzdem, weil ich einfach zur Vollständigkeit habe, weil ich gesagt habe, man braucht es auf dem Level noch nicht und ich mich nicht selber Lügen strafen will. Wir werden einfach immer noch hier den Straight Boom spielen. Also wir spielen 26 Populationen. Und also die Build-Order, die man mit jedem Volk problemlos spielen kann, um in die Ritterzeit zu kommen und zwei Dorfzentren zu platzieren. Und dann gucke ich mal, was ich so von ihm scoute und was sich da zu tun lohnt. Ob ich da eventuell mich gegen irgendwelche Aggressionen verteidigen muss. Also es kann ja, wie gesagt, halt das mit einem Armbrustschützen könnte kommen. Das fände ich sehr, sehr cool, falls er sowas auf dem Schirm hat. Ist aber, wie gesagt, auch nicht so einfach. Dann, was gibt es da für Optionen? Ich habe schon ein paar schon erwähnt. Man kann auch eine Burg natürlich mit denen gut bauen und mit der Burg dann Druck machen. Gibt doch viele Optionen bei den Briten. Auf Reliquien konzentrieren wir uns auch noch nicht so richtig. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das wird aber auch, ich glaube, im nächsten Elo-Bereich wird da einiges dazukommen. Der hätte eigentlich nochmal hierhin gemusst. Habe jetzt gerade mich ein bisschen verquatscht, aber gut. 9 auf Holz müsste reichen, weil wir wieder hier haben. So, der Scout steht ein bisschen rum. Scout noch mal ein bisschen an seiner Mauer lang. Vielleicht sehe ich da irgendwas. Vielleicht erwische ich seinen Scout. Schauen wir mal. Einen mehr habe ich noch. Schicken wir mal auf die Kuh hier. Kann noch mal Felder schon bauen. Und dann geht's in die nächste Zeit. So, alles wunderbar gelaufen. Oh, hier ist einer zu wenig. Da kommt die falsche Zählung her. So, jetzt haben wir es aber, oder? Ja, sieht gut aus. So, das Reh hier ist jetzt natürlich halb ins Dorfzentrum gelaufen, aber ich bleib konsequent. Und mache ja kein Deer Lure oder hol mir kein Reh, das nicht irgendwie mit einer Mühle halbwegs versichert ist. Das liegt jetzt näher an dem Dorfzentrum, als es an der Mühle war. Also ich leg das einfach jetzt schon hier. Haben wir das Problem hier gleich nicht. Und denen gebe ich schon mal den Befehl, gleich die Felder zu bauen. Das hat mir, glaube ich, auch schon mal so ungefähr gemacht. Kurz checken, ob hier irgendwer eingeklemmt ist. Ja, das ist ein Baum, ne? So, irgendwas besonders Tragisches gesehen habe ich noch nicht. Er ist auch noch nicht... was kommt da? Das ist ein Haus, wie es aussieht. Also er scheint noch Populationen dazu zu machen. Er geht also wahrscheinlich nicht allzu schnell, also nicht besonders schnell, nicht besorgniserregend schnell in nächster Zeit, sodass ich mir da eigentlich erstmal nicht so groß Gedanken machen muss, wie es aussieht. Die Kollegen können mir jetzt hier mein Gebäude bauen oder mein Nähgebäude natürlich. So, du kannst dahin, du kannst dahin, wunderbar. Und das war jetzt nur ein Dorfwohner. Ich müsste natürlich noch einen zweiten machen, der kann dann hier runter. Und ich guck mal, ich muss jetzt hier zu Hause erstmal nichts weiter machen, eigentlich außer auf die Nahrung warten.
Ja, das könnte sogar ein bisschen knapp werden. Ich glaube, das mit den Reden, das war dann irgendwie, ist dann ein bisschen durcheinander gelaufen tatsächlich. Gucken wir mal kurz, ob ich hier genug habe. Habe ich nicht. Ah, 8 Nahrung. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen, aber da haben wir es auch schon. So. Hopp. Das ist auch unglücklich gelaufen. Dann schicke ich den einfach wieder nach Hause. Aber ich habe auch von ihm, was ist denn das hier, in der Schmiede gesehen, genau. Alles im Lot also. Er hat auch losgelassen. Guck nochmal vorbei. So, ich baue nochmal ein Häuschen hier oder zwei, dass ich das gleich nicht vergesse. Und das Holz-Upgrade hole ich mir dann auch gleich. Ich habe das mit den Feldern gerade nicht so clever gemacht. Ich habe die beiden zusätzlichen Felder gebaut, bevor ich mein Feld-Upgrade hatte, aber ich denke, das ist zu verzeihen. So, und jetzt können wir gleich zwei neue Dorfzentren bauen. Hier am Gold ist eigentlich ganz gut, denke ich mal, hier unten so ein bisschen. Ich könnte jetzt auch mal eigentlich ein bisschen was an der Mauer hier hinten löschen. Kurz checken, ob ich nichts Gefährliches ausgewählt habe. Dann kann alles weg mit dem Shift-Klick. Hier hinten ist was ausgewählt, das wollen wir nicht. Wunderbar. Und weg. So, hier hinten wäre, und hier würde ich mal sagen, das sind noch zwei gute Spots. So, also wir sehen, dass bei ihm nichts, nichts Auffälliges ist quasi. Also es sieht gut sehr danach aus, dass er auch eher den Boom spielt, also so wie ich. Und, oh, das ist keine gute Zeit bei mir, sehe ich gerade. Er passt gut auf. Weil, ja, ich hatte halt ein bisschen am Ende Probleme mit der Nahrung. Und ich hatte ja kurzzeitig auch vergessen, ein Haus zu bauen. Also zum Abschluss dieser Elo nochmal eine kleine Titanic-Performance von mir. Aber es hat auch ein bisschen was Gutes, wie es aussieht. Denn ich hatte genug Ressourcen, um beide Wirtschafts-Upgrades mir direkt zu holen. So, jetzt will ich immer ganz besonders aufpassen, ob hier irgendwo eine Burg kommt. Es kann mit den Gebäuden nämlich durchaus sein und er hat sehr viele Punkte. Kann natürlich auch einfach sein, dass er besser scoutet als ich. Kann sogar sehr gut sein. Aber er ist mit seinem Scout hier auch dringend mir hart auf den Fersen. Ja, er will meinen Scout unbedingt haben. Ist natürlich auch nicht unbedingt abwegig. Lass den Kollegen mal so ein bisschen hier rumlaufen, ob ich irgendwo was Burg oder anderweitig Auffälliges sehe. Also bei Burg hätte jetzt noch ein zweites Teil des Wortes gefehlt. Burgartig wäre, glaube ich, die richtige Variante jetzt gewesen. So, hier ist ein Dorfzentrum fertig. Das hier dürfte auch gleich soweit sein. Wunderbar. Hopp, jetzt hänge ich hier fest. Ja, ich will den Kollegen so lange wie möglich am Leben halten. Um ganz genau zu wissen, was er treibt. Ja, ansonsten passiert erstmal nichts Aufregendes. Ich baue Felder, größtenteils. Mein Squad wird aber bald das zeitliche Segnen, wie es aussieht. Sehe ich hier irgendwas von ihm? Häuser. Das machen wir auch. So, ein, zwei Hits überlebe ich noch mit dem Scout, dann war's das. Kann mich mal schon mal drüber nachdenken, was eigentlich der Plan sein soll hier. Also er wird... Oh, da ist seine Burg, alles klar. Er ist die defensiv gebaut. Aber es gibt trotzdem natürlich die Möglichkeit, dass er die dass er jetzt damit den Einheiten angreifen will. Das mache ich jetzt mal. Das hatten wir, glaube ich, bislang noch nicht. Die Stadtwache, die erforsche ich mir, um eventuelle Angriffe ein bisschen früher zu sehen. Dann haben wir ein bisschen mehr Sicherheit quasi. Aber es heißt auch, dass wir wahrscheinlich wirtschaftlich vorne sind. Ich kaufe mir hier ein bisschen Nahrung und hole mir die Schubkarre. Ja, was ist der Plan? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn die Briten sind auf jeden Fall das stärkere Volk für diese Situation. Wo liegt meine Stärke bei der Kavallerie? Er hat aber auch Hillebardiere zur Auswahl im Late Game. Seine Kavallerie ist, seine Bogenschützen sind besser als meine Kamelbogenschützen auf jeden Fall. Er hat einfach deutlich mehr Reichweite. Ich habe auch keine Belagerungsrammen. Eine sehr gute Waffe normalerweise gegen... Was war das jetzt?
Na, er haut einfach die Mauer an. Eine sehr gute Maßnahme normalerweise gegen Bogenschützen, gegen Langbogen natürlich auch sehr gut. Deshalb, also wir können den Genitur versuchen. Die zweite Spezialeinheit, Jeanette heißen die, gut, auf Englisch heißt die Genitur sowas, ne? Oder aber ist Brute Force mäßig volles Rohr mit schwerer Kavallerie trotzdem versuchen, die mit denen ein bisschen billiger ist. Und dann Plankter dazu machen, das wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Und dann die Burgen eher für Trebuchets zu benutzen. Ich glaube, das wäre die etwas konservative Variante. Die Überlegung, ob ich das machen will. Alles auf Arena ist es auch nicht. Ja, es ist relativ. Ist es üblich, Map Control zu nehmen und sich die Reliquien zu schnappen. Naja, das ist ein bisschen advanced, was ich hier mit der Maus gemacht habe. Das hätte ich nicht machen sollen. Reliquien hat er sich aber noch nicht genommen, denn das kann man tatsächlich sehen, wenn die Reliquien verschwinden. Also, warum nehmen wir uns die jetzt nicht mal? Also, ich habe keine Priorität darauf gesetzt, wie immer. Aber ich hole sie mir jetzt mal. Und schick mal mehr auf Gold hier. Er lauert hier aber so ein bisschen. Ja, also ich glaube, ich mache es einfach der Einfachheit halber jetzt. Also, weil ich das einfach ein bisschen konsequent halten möchte. So, dass ich tatsächlich auf schwere Kavallerie erstmal gehen werde. Versuche mit dem Tribok da ein bisschen Druck zu machen. Dafür werden wir übrigens auch noch eine Burg brauchen. Gar keine schlechte Idee. Und dann mal gucken, ob ich Plänkler brauche und werde ihn dann natürlich gegebenenfalls hinzufügen zu meiner Armee. Ja. Dann hole ich mir auch noch das Stein-Upgrade, weil ich ja jetzt hier auf Stein bin. Die Burgen sind nicht so dringend, deshalb habe ich auch jetzt einfach mal 5 Steine gestellt. Die erste Maßnahme wird die Kavallerie sein, auf jeden Fall. Ich habe schon sehr viel Nahrung, mir fehlt eigentlich nur noch das Gold und das zweite Gebäude, um nächste Zeit zu gehen. Ich mache mal lieber die Waffenschmiede, die werde ich wahrscheinlich trotzdem mittelfristig eh noch brauchen für die Upgrades. Ist dann gar nicht so schlecht, eine zu Hause zu haben. So, der kann die Reliquie hier abliefern, dann hole ich mir die hier, dann die. Alles ganz entspannt und wenn seine leichte Kavallerie hier irgendwo rumschwirrt, dann ist es eben so. Ich baue schon mal eine Kaserne, damit ich jetzt hier gleich direkt hoch kann. So. Wunderbar. So, ich hole mir die ersten Cavalry-Upgrades. Paladine werde ich nicht bekommen. Darauf muss ich achten. Schick mal hier ein paar Kollegen hoch. Die können jetzt meine Stelle bauen. Ich baue sie am besten so, dass er die nicht sieht. Wobei er sich denken kann, dass ich entweder das mache oder auf meine Kamelbogenschützen gehe, natürlich. Du kannst ja auch hier mal die automatischen Farmen einschalten. Mittlerweile haben wir da genug Holzeinkommen, dass das nichts mehr ausmacht. Eine Reliquie haben wir tatsächlich schon bekommen. Er hat uns quasi nicht gesehen dabei. Die Mühle brauche ich eigentlich gar nicht, da kann ich nochmal Stelle hinterher bauen. So, hier Upgrades. Und Ritterproduktion fängt an. Ein paar mehr Felder können jetzt auch nicht schaden. Das müsst ihr jetzt eigentlich sehen mit dem. Ich bin mal gespannt, ob er darauf reagiert. Ich habe ihn währenddessen übrigens überhaupt nicht gescoutet. Er hat das besser gemacht. Er hat immer geguckt, was bei mir eigentlich so passiert gerade. Aber er hat auch dieses kleine Engagement mit dem Scout eben für sich entschieden. Da haben wir was gesehen, das dürfte eine Kaserne sein. So, und bei den Berbern ist die Kavallerie einfach günstiger. Das macht es natürlich alles deutlich angenehmer zu spielen. Aber leider das Paladin-Upgrade fehlt. So, das verlieren wir hier leider, das ist schade. Aber eine Reliquie habe ich schon. Also, vielleicht können wir uns dann gleich nochmal drum kümmern. Erstmal hat jetzt das Militär hier Priorität. Und wir machen natürlich weitere Farmen, weil wir Nahrung brauchen für unsere Einheiten. So.
Der Stall ist gerade fertig, da kann ich mir den Chevalier holen. Und hier hole ich mir auch sofort das nächste Defensiv-Upgrade. Das Gute ist, ich werde jetzt erstmal Map-Control haben. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Er kann, weil er jetzt erstmal von der Zeit hinterher ist, da erstmal nicht allzu viel gegen machen, gegen diese Chevaliere. Auch wenn er schon Kontereinheiten vorbereitet haben sollte. So lautet es. Natürlich machen wir trotzdem weiter Dorfbewohner und wir machen weiter Chevaliere. Und damit kann ich jetzt mal gucken, was er so treibt. Ich setze mal den Wegpunkt raus, produziere hier fleißig weiter. Können auch weitere Felder machen. Die werden uns auch helfen, wenn wir auf Plänkler wechseln sollten oder beziehungsweise Plänkler dazu machen sollten. Das ist vielleicht besser formuliert. So, den Scout können wir hier vielleicht nochmal erwischen. Oh, das letzte Upgrade noch rein und dann haben wir schon alle Upgrades. Oh, das war eine Schießanlage, alles klar. Aber er hat hier hauptsächlich... er hatte Langbögen und... Ja, beides zusammen geht natürlich auch. Ich schicke erstmal meine Armee hier rüber zu seiner Produktion. Da kann ich ihn so ein bisschen abfangen. Und wie wäre es denn, wenn ich da auch direkt meine Burg hinpflanze? So in die Nähe zumindest. Dann kann ich hier gleich auch mit meinem Triborg anfangen. So. Reliquien können wir wieder in Angriff nehmen hier. So. Wir möchten das aber trotzdem weiterhin konservativ angehen, also nicht zu sehr übertreiben oder Risiken eingehen. Deshalb greife ich ihn erst an, wenn ich hier auch Belagerungswaffen habe. Ich mache das ein bisschen langsamer mal. Er ist jetzt auch in der Imperialzeit. Ich habe extrem viel Holz aktuell. Das heißt, ich nehme ja auch schon mal die Ressourcen hier draußen so ein bisschen. Habe jetzt die Map Control, wir haben darüber gesprochen. Ja. Schnappen wir uns alles. Können hier noch ein paar Kavalleristen so zur Seite schicken, so wir wissen, dass er sich da nirgends breit macht. Ja, danach werde ich auch, glaube ich, keine Dorfbewohner mehr brauchen, dann reicht das bestimmt. So, den Kollegen nehmen wir mit und greifen mal hier an. Oh, der hat auch eine Burg. Wunderbar, dann können wir die direkt angreifen. Das ist doch ein Träumchen. Und wir bleiben schön zurück. So viel Holz, wie ich hier habe, werde ich jetzt auch... na gut, noch ein Stall. Nee, Stall haben wir genug. Ich bereite hier die Support-Einheit quasi schon mal vor. Und hole mir eine Universität, damit ich mir auch da die Upgrades holen kann. Ab und zu verliert ihr hier so ein paar. Macht er auch, macht irgendwie beides, ne? Also macht hier Langbogenschützen und Arbalestschützen. Wenn er die hier so rausschickt, dann kann ich da auch schön drauf gehen. Hier hole ich mir schon mal die Upgrades, wie besprochen. Das reicht auch für eine zweite Burg. Die baue ich jetzt lieber hier Seite so ein bisschen defensiv, damit ich die Ressourcen hier an der Seite beschützen kann. Er holt jetzt auch einen Tribok dazu und er fängt auch schon an zu reparieren. Dann kann ich Dorfbewohner hier hinschicken zu dem Tribücken, um die eventuell zu reparieren, wenn die jetzt angeschossen werden. So, genau so wie es da ist. Hier oben das Upgrade. Da habe ich gerade kein Gold für, aber dafür gibt es einen Markt. Wunderbar. Und immer mal wieder schickt er zu kleine Grüppchen raus aktuell. Das ist sein Problem. Die können hier weiter apparieren, wunderbar. 7 untätige Dorfbewohner angeblich. Ja, die können hier schön weiterbleiben. Wo sind die anderen? Hier drüben. Oh, das Gold ist auch sehr überfüllt. Ups, da ist einer draufgegangen. Aber seine Burg auch bald, nehme ich mal an. Na, wenn wir Gold hätten. Ah, das war ein Holzproblem gerade, sehe ich. Na gut. Da rechnen sich die automatischen Farmen gerade. Er hat immer noch weiter Stein, um zu reparieren. Aber ich gehe das hier ganz, ganz entspannt an, wie gesagt.
Ich brauche gerade Holz, deshalb mache ich das einfach mal aus und schicke ein paar zum Holz. Ja, das soll hier nicht sein, das ist ein bisschen zu verschwenderisch. Ich werde natürlich irgendwann hier auf der Stein ausgehen. Meine Burgen sind hier aktuell überhaupt nicht in Gefahr. Wo ich gerade davon spreche, ich könnte mir noch eine Burg holen. So, jetzt wird es aber eng, mein Freund hier. Ich greife jetzt mal die Gebäude an. Und fange mal an, Plank da reinzumischen. Die brauchen auch noch ein paar Upgrades allerdings. Ja, wir warten auch noch, bis ich mir die Upgrades leisten kann. Hat er denn schon alle? Ja, sieht gut aus bei ihm. Kann man hier die Tür aufballern. So, jetzt die Produktion hier steht. Dann werfen wir die Produktion noch an. Die können die weiter variieren. So, dann renne ich da mal schön rein. Mal gucken, was passiert. Oh, hier scheint ein Dorfwunder zu sein. Da werden nämlich Häuser gebaut. Ah. So, ich gehe mal rein. Guck, was passiert. Also, ich werde einiges verlieren jetzt hier. Vielleicht sogar alles. Aber ich habe genug in der Produktion. Deshalb kann ich mir das leisten. Und ich verteile so ein bisschen meine Leute jetzt in seiner Wirtschaft auch. Aber ich glaube, den Fight gewinne ich, weil er sich nicht besonders gut positioniert hat. Und ja gut, dann setze ich jetzt alle meine Produktion hier in seine Base und ich glaube, das Ding ist gegessen jetzt. Oh, was ist denn hier passiert? Uiuiui. Ja, GG. Ich kann nicht chatten aus irgendwelchen Gründen. So, ja. Wo habe ich denn eine Reliquie eigentlich? Ach, hier an der linken Seite. Ja, wir gucken gleich natürlich im Replay, wie es von seiner Seite aussah. Ich habe das Ganze natürlich extrem vorsichtig und defensiv angegangen, aber was ich auch wichtig fand, ist, ich habe hab lange und ja, gründlich überlegt, was mein Plan ist und habe den natürlich auch dann verfolgt. Und es war jetzt nicht so, dass er irgendwas gemacht hätte, was mich klar davon abgebracht hätte. Ich habe es auch nicht, also was ich gespielt habe, war keinesfalls perfekt. Das habe ich aus meiner Sicht schon gesehen. Aber es war einfach und sicher. Ich habe die Stärken meines Volks ausspielen können. Hab so ein bisschen auf die Stärken seines Volks achten können, indem ich meine Plankler vorbereitet habe, denen übrigens noch defensive Upgrades fehlen. Also so würden die komplett zerschossen werden. Ja, dann den Plan so durchgeführt und war zumindest mental auch auf eventuelle Antworten von ihm halt vorbereitet. Bei ihm kam erst jetzt die Kaserne hin, aber das sehen wir gleich, was er gemacht hat, genau. Und ja, schauen wir erstmal in die Statistik. Also es war von mir wieder mal wie in dieser Reihe quasi üblich keine herausragende Performance, aber etwas, ja, als Demonstration, wo man vielleicht denken kann, ja, das schaffe ich auch. Das denke ich doch, war durchaus möglich. Wir beide nicht so gut mit der Zeit. Ich guck mal gleich, was er, wie viel Population er eigentlich gespielt hat. Vielleicht hat er auch einfach ein bisschen mehr gemacht. Bei mir ist es aber durch 100% Schlampigkeit zu erklären. Ich habe, glaube ich, 15 Sekunden mit dem Haus verloren mindestens. Und noch mal so 10, 15 mit der Aktion, dass mir irgendwie, was waren das, 50 Nahrung gefehlt haben. Und ich das dann so ein bisschen panisch versucht habe abzugeben. So. Dann lade ich den Spaß doch mal. Und wir gucken, was der liebe Chasso getrieben hat. Also aus meiner Warte zumindest, aus der Perspektive meines Spiels, konnte ich jetzt keine krassen Fehler entdecken. Er war mit dem Scout dann irgendwann, er hat das mit dem Scout ja gut gemacht, dass er meinen gekillt hat, aber danach war er nur stellenweise aktiv. Er hat das so ein bisschen verpasst, was ich gemacht habe. Wobei ich meine Gebäude natürlich auch extra ein bisschen weiter hinten gebaut habe, damit er das eben nicht so leicht sieht. Aber er hätte halt zumindest sehen können, dass mein Mönch rausläuft. Der hat eine Reliquie hat er bekommen, straffrei quasi, unbestraft. So, das hatte ich ja hier vorausgesagt, dass er die so ein bisschen anlocken wird. Hat es, glaube ich, bis jetzt, glaube ich, auch fast jeder meiner Gegner gemacht. Nur ich habe es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, dass man es noch nicht braucht.
Ich habe nie behauptet, dass die Spieler es nicht können. Ich sage nur, dass sie es nicht brauchen und dass man sich auf dem Level vielleicht auch einfach auf andere Sachen konzentrieren kann und sollte. Was ich übrigens gut finde gerade, wir sehen, er hat sich alle oder zwei Rieger hier schon reingepusht, dass er dann statt die Leute auf die Mühle zu schicken, eben erstmal die Rieger nimmt, um das effektiv zu gestalten. Und dann wird er gleich Leute wahrscheinlich auf Bären schicken. Das ist auch keine schlechte Variante auf jeden Fall. Und jetzt die Schafe bzw. Kühe sammelt er als Britär schneller. 25%. Scouting dürfte so ähnlich sein wie meins. Ich glaube, am Anfang habe ich ja draußen eine größere Runde gedreht. Er hat erstmal innen sich ein bisschen eher umgeschaut und hat halt die Rehe angelockt. Das erklärt es dann auch nochmal. Genau, jetzt hat er hier die umverteilt. Dass sie hier nochmal zurückgehen, passiert. Ist aber natürlich nicht so optimal. Könnte noch auf Holz. Er hat nur ein Holzfeuerlager gebaut. Kann man mit Briten so machen. Bin mal gespannt, ob er hier noch ein, zwei da vielleicht den schickt, aber sieht eher nicht so aus. Okay, er hat zwei Populationen mehr gespielt als ich. Das ist, wirft ein schlechtes Licht auf mich. Denn er hat jetzt dafür nur 30 Sekunden länger gebraucht. Und wenn wir mal durchrechnen, das kommt nicht hin. Das heißt, ich habe deutlich mehr geschlampt, als ich gedacht hätte. Er hat zwei Dorfbewohner mehr gemacht als ich und war nur 30 Sekunden später als ich in der Ritterzeit. Das hätte, wenn ich es richtig gemacht hätte, 50 Sekunden sein sollen. Sehen wir mal, was der Bums ausmacht. Und er hat wahrscheinlich auch irgendwo so kleinere Ineffektivitäten drin gehabt, sodass es vor ihm auch nicht 100% perfekt war. Sodass meine Performance noch in schlechterem Licht dasteht quasi. Es war kein guter Aufbau von mir. Bisschen ungenau einfach. Und hier haben wir leider den Dorfwohner-Tanz. Wobei mich auch interessieren würde, wie viel Zeit ich eigentlich in der dunklen Zeit und wie viel ich hier verloren habe. Also hier sehen wir, ich war... Da habe ich quasi einen Dorfbewohner vorne von der Zeit. Das sind 22 Sekunden. Das ist ungefähr so lang wie ein Dorfbewohner. Und dann habe ich also quasi am Ende, weil das mit der Nahrung nicht gepasst hat, weil ich die Felder wahrscheinlich auch früher hätte bauen sollen. Und mit dem Schaf, das nicht so 100% effizient war. Habe ich halt nochmal mehr Zeit verloren. Das ist, also wir sind sehr nah aneinander und das hätte, so wie ich aufgebaut habe und so wie er aufgebaut hat, nicht so sein sollen. Also eher das sauberere, dunkle, die sauberere, dunkle Zeit, so heißt es. Es lagen auch keine größeren Auffälligkeiten. Ich glaube, die Build-Order wird auch so passen, also mit dem Stein. Ich hätte es von der Reihenfolge ein bisschen anders gemacht, ehrlich gesagt, aber das, solange es am Ende hinkommt, ist es ja komplett wurscht. Und er hat Leute vom, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, er hat ja Leute vom Gold abgezogen und die auf Holz und Nahrung noch umverteilt. Zeigt natürlich auch, dass er nicht vorhat, aggressiv zu gehen und dass er auch nicht vorhat, sich die Reliquien zu schnappen. Haben wir tatsächlich noch gar nicht auf keinem Level von den Arena-Spielern hier gesehen. Werden wir aber ab dem nächsten, Elo-Bereich, glaube ich, mal in Angriff nehmen. So, da sehr aufmerksam von ihm, wie gesagt. Da kommt zuerst die Burg. Der Ort, wo er sie baut, ist auch okay. Da schützt er seine beiden Goldspots natürlich und auch dieses Stein hier so einigermaßen. Hier, er wäre natürlich mehr Platz gewesen, weil er sich hier schon so ein bisschen zugebaut hat, aber hier jetzt nicht allzu viel beschützt. Also höchstens hier noch, aber der Punkt hier ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn er sie halt defensiv haben will. Das Dorfzentrum gefällt mir nicht, das hätte halt direkt ans Holz gekonnt oder halt direkt ans hier auch rein oder hier sonst wo so entstehen. Und das ist noch schlimmer. Also die beiden Dorfzentren sind nicht gut platziert, auf jeden Fall. Die hätten direkt ans Holz rüber und so ein bisschen Platz bestenfalls natürlich auch sichern sollen, sodass man da auch Farm dran machen kann, wenn man schon kein Gold oder sowas mit einschließt. Also das können wir bei mir hier sehen, dass ich hier eins auch mit viel Platz am Holz direkt gemacht habe und hier war das Gold mit eingeschlossen. Da habe ich aber auch das eine oder andere Feld natürlich dran passen können. Er ist jetzt 10 Dorfbewohner hinten, liegt aber hauptsächlich, also nicht daran, dass er nicht produziert hätte, sondern daran, dass er zuerst die Burg und dann die Dorfzentren gebaut hat und bei mir eben zuerst die Dorfzentren direkt kamen. Bin aber gespannt, warum, also ob das so viel sollte das nicht ausmachen. Er war deutlich, glaube ich, hinter mir in der Imperialzeit. Ich glaube, es waren 2 Minuten oder sowas. Da muss er schon irgendwo anders noch ein bisschen angeeckt sein, dass das vergleichsweise langsam war. Er ist auch konstant 10 hinten, das heißt, dass wir im gleichen Tempo quasi Dorfbewohner produzieren. Beziehungsweise bis dahin so gemacht haben. Jetzt hat er auch 3, doch dann jetzt müsste es eigentlich, ja, ich habe 13 bin ich jetzt vorne. Okay, ab jetzt müsste es eigentlich quasi konstant gleichbleibend sein. Er hat ab und zu nochmal ein Rötchen mit dem Scout gedreht, aber er ist wahrscheinlich nicht konstant hingesprungen, um mal zu gucken, was so abgeht. Also ab und zu schon. Also ich nehm's zurück. Er war schon gut aktiv ab und zu. Ist halt blöd, dass er dann jetzt den Mönch zuerst verpasst hat. Da habe ich auch so ein bisschen drauf spekuliert. Er übrigens auch mit dem
Upgrade hier mit der Stadtwache und mit den früheren Außenposten. Das, im Gegensatz zu mir kann er sich das übrigens auch jetzt schon quasi in Anführungsstrichen leisten, weil er die Map-Control hat mit einer einzigen Einheit. Also er hat zumindest nichts gesehen, was ihn anders überzeugen würde. Also ich habe keine Militäreinheiten zu diesem Zeitpunkt. Es ist ein extrem friedliches Spiel gewesen und er hat übrigens in der Dorfwohnerproduktion aufgeholt. Also, oder? Nee, das war wahrscheinlich gerade, bevor ein paar Dorfwohner rausgekommen sind. Es ist einigermaßen gleich geblieben. Ich nehme das auch wieder zurück. Rede für uns heute. Ja, also er kann quasi seinen Dorfwohner relativ unbeschadet hier die Gegend laufen lassen, obwohl der keinen Webstuhl hat. Das heißt, ein Wolf würde den potenziell zerfleischen. Hier oder ein Bär, da würde einer stehen. Und das bekommt er jetzt halt gerade nicht mit, weil der Kollege nichts macht und die gute Frau hier gerade sich auf dem Weg zurück macht. Jetzt baut er sich eine Kaserne. Ich habe auch nicht so 100% verstanden, warum er die Burg gebaut hat und dann aber quasi nicht konsequent. Also ist natürlich, ich persönlich würde mit Briten auch eher auf Arbalestenschützen gehen, weil die einfach einfach zu produzieren sind erstmal. Man braucht nicht so viele Burgen, man braucht nur die Schießstände. Aber er hat hier nur mal gebaut, deshalb fand ich es ein bisschen komisch, dass er so einen Mix aus Einheiten gemacht hat. Also wenn er schon auf die, jetzt muss ich mal kurz anhalten, weil ich gleich noch einen anderen Gedanken haben will. Also wenn er schon auf die Arbalestschützen gehen will, dann würde ich auch erstmal gar keine Langbogenschützen machen, das vielleicht den Wechsel dann später vollziehen, wenn er dann unbedingt die Langbogenschützen dann noch machen will stattdessen. Die erfüllen aber letzten Endes eine sehr, sehr ähnliche Rolle und sind nur minimal besser. Also es ist nicht so schlimm, wenn man auf Arbalestenschützen stattdessen geht. So, das nur dazu, aber hier zeigt er eben, dass er auf normale Schützen erstmal gehen möchte und hat er später dann auch hier, als er noch von seiner Map-Control überzeugt war natürlich, seine Produktionsgebäude draußen gebaut, was auch eigentlich nicht schlecht ist. Vor allem, weil seine Base, wir müssen das mal ein bisschen vergleichen. Ja, wir haben ungefähr gleich viel Platz. Ich würde aber sagen, ich habe insgesamt ein bisschen mehr Platz als er. Von daher bietet es sich bei ihm ein bisschen weniger an, die Produktionsgebäude drin zu bauen. Aber ich habe das halt deshalb gemacht, weil ich nicht 100% ihm zeigen wollte, was da passiert. Und ich konnte mir ja schon relativ gut denken, was bei ihm geschehen würde. So, was ist hier der Status quo aktuell? Ich bin immer noch ungefähr die gleiche Anzahl an Dorfwohnern vorne, also da hat sich nichts groß verändert. Aber ich bin bereits auf dem Weg in die Imperialzeit und bereite hier meine Technologien, plural, vor, um jetzt eben auf Ritter zu gehen. Bei ihm sieht es noch nicht so danach aus. Wir haben hier zwei Technologien, die ich persönlich nicht in der Ritterzeit holen würde. Einfach um nicht zu spät in der Imperialzeit zu landen. Einmal der Handkarren, der ist halt relativ teuer, es sind 300 Nahrung. Den habe ich erst auf dem Weg in die Imperialzeit geholt, das sehen wir hier bei mir. Ich habe die Imperialzeit schon in der Schleife und dann erst habe ich angefangen, den Handkarren zu entwickeln. Der kann einen potenziell halt ein bisschen verlangsamen. Wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich war auch hier für das, was ich gespielt habe, relativ spät dran, damit in ihrem Imperialzeit zu gehen, Das haben wir vor allem daran gesehen, dass ich 1500 Nahrung hatte, als ich in die Imperialzeit geklickt habe. Also der Fakt, dass ich mir Imperialzeit und Handkarren gleichzeitig leisten konnte, heißt, dass ich zu viele Felder gebaut habe und zu spät auf Gold gegangen bin. Eine ähnliche Situation haben wir bei ihm. Er ist auf jeden Fall zu wenig auf Gold. Er hat auf jeden Fall schon genügend Felder, aber Gold kommt jetzt erst so ein bisschen. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen nochmal gucken, was ich gemacht habe. Ich habe einfach Leute auch von Holz abgezogen und nochmal ein zweites Goldarbeiterlager damit gebaut, damit ich direkt halt ein paar mehr auf Gold habe. Es ist so ein bisschen eine Krücke, also Profispieler machen das nicht so in der Form. Die sind schon eher so, dass sie zum richtigen Zeitpunkt dann den Sammelpunkt umlegen. Aber wenn ich merke, dass ich quasi ein bisschen spät dran bin, dann würde ich halt eher Leute abziehen und ein paar mehr schon auf die neue Ressource, die wirklich gebraucht wird, ziehen, als das Stück für Stück zu machen und dann hinterher zu sein. Ich hoffe, das war verständlich. Und das zweite Upgrade, das ich noch nicht empfehlen würde, ist das zweite Gold-Upgrade. Das kostet auch nochmal Nahrung und verlangsamt einen so ein bisschen. Und das ist nicht super wichtig oder super effizient. Die Minen-Upgrades sind allgemein nicht so krass wie die Holz-Upgrades tatsächlich. Haben einfach nicht so eine große Wirkung. Und er hat auf jeden Fall zu wenig auf Gold. Könnte jetzt den Markt noch ein bisschen benutzen. Und hier kommt noch was. Hier kommt gerade auch noch die, wie heißt denn das Upgrade eigentlich? Stadtpatrouille. Ich glaube, das kostet sogar Gold. Da bin ich auf jeden Fall dagegen, das zu machen. Er hat vielleicht so ein bisschen die Panik. Aktuell 100 Gold kostet es, nicht so schlimm natürlich. Also er weiß nicht so richtig, was bei mir passiert. Er hat bislang eigentlich nur den Mönch gesehen. Und macht sich deshalb so ein bisschen Sorgen anscheinend. Und deshalb holt er sich noch mehr Reichweite. Das sind nochmal 4 Teils mehr. Das wird bis hierhin dann gleich gehen ungefähr.
Aber er hat so viel Sichtweite schon mit seinen Außenposten. Ja, also ich halte es für unnötig. Es sind auch nochmal 300 Nahrung. Nicht, dass ihm jetzt Sucres Nahrung fehlen würde, aber es ist halt auch nochmal Ressourcen, die er halt nicht ausgeben müsste eigentlich für das, was er da tut. Finde auch gut, dass er hier die Holzhörlager auch nachbaut. Das ist konsequent. Jetzt könnte er auf jeden Fall den Markt ein bisschen benutzen. Ja, das ist ähnliches Problem, wie ich gehabt hatte, dass er halt extrem viel Nahrung schon hat. Also man sieht, es ist schon ja, von der Balance einfach ein bisschen unglücklich. Und deshalb ist er auch deutlich später. Also jetzt ist, ich bin an dem Platz angekommen, er hat jetzt angefangen, sie zu erforschen. Es waren jetzt also 2 bis 3 Minuten ungefähr, die ich ihm da voraus bin. Und der hat natürlich auch dementsprechend noch keine Militärproduktion groß angeworfen. Das habe ich jetzt auf dem Weg schon gemacht und habe jetzt schon, ja gut, schon in Anführungszeichen, 5 Ritter plus den neuen Mönch, oder? Aber ich weiß gar nicht, ob ich schon 9 gemacht habe. Also 5, 6 Ritter habe ich. Ist jetzt auch nicht die Welt. Bin mal gespannt, ob er jetzt schon auf dem Weg nach oben gut mit Produktion anfängt. Bei mir war es ja so, dass ich 3 Dorfbewohner genommen habe, um mehrere Ställe zu bauen. Das würde ich bei ihm auf jeden Fall auch mit mehr als einem Dorfbewohner hier erledigen. Denn er wird dadurch die Schießanlage erst recht spät haben natürlich. Jetzt holt er sich erstmal die Upgrades generell für Schützen. Macht aber auch keine, wie heißen die Kollegen? Langbogenschützen. Jetzt macht er sie, alles klar. Aber er hat noch mal Diskrepanz also in der Dorfbewohnerproduktion, wie es aussieht, denn ich mache gerade keine übrigens, das ist auch nochmal interessant, hatte eigentlich jetzt eine ziemlich lange Zeit, in der ich ein Dorfzentrum weniger als er aktiv halten konnte, weil es eine ja den Präzise erforscht hat letzten Endes. Bei ihm hätte also eigentlich ein bisschen aufholen müssen, aber der Abstand ist ein klein bisschen größer geworden. Hängt auch damit zusammen, dass er sich ein paar mehr Upgrades in den Dorfzentren selbst geholt hat, aber heißt auch, dass da noch mal ein bisschen die Produktion in den Dorfzentren zurückgefahren wurde oder nicht ganz so konsequent war. So, jetzt weiß er, was los ist. Und da will ich auf jeden Fall, er produziert jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr 100%, wie genau ich darauf geachtet habe. Mal sehen, wo seine Einheiten jetzt rauskommen. Okay, er hätte an der Stelle, wo ich hier mit 20 Chevalieren rumstehe und gegen die er natürlich absolut nicht kämpfen kann mit seinen Naberlisten, hätte er einquartieren sollen in seine Gebäude. Und wenn ich mir das hier so angucke, er baut jetzt hier natürlich die Burg, aber die habe ich gar nicht gesehen, ne? Genau, ich wusste davon nichts. Aus meiner Warte hätte es absolut Sinn ergeben und ich habe es dann vielleicht zu betont passiv-defensiv gestaltet für diese Reihe. Es war eigentlich keine korrekte Entscheidung, hier wegzugehen. Die Produktionsgebäude zerstören hätte mich fast überhaupt keine Lebenspunkte gekostet. Er hatte noch nicht allzu viel Armee. Bis zum Zeitpunkt, wo ich die Burg sehe, hätte ich locker hier drauf bleiben können und diese Gebäude zerstören können. Das hätte ihm nochmal mehr wehgetan natürlich, weil er hätte Gebäude neu bauen müssen und er hätte weniger Produktion gehabt. Also das ist auf jeden Fall ein Fehler. Aber ich habe ihn absichtlich gemacht. Weiß ich, das macht es nicht unbedingt besser eigentlich, aber ich wollte es nochmal klarstellen, dass es eigentlich nicht korrekt ist, was ich gemacht habe. So, Häuser nicht gebaut ist natürlich ganz blöd. Gerade wenn man jetzt unbedingt Armee braucht. Und er holt sich auch gerade hier die Freisassen, oder wie das heißt, dass mehr Reichweite für die Bogenschützen nochmal gibt. In der Situation finde ich es gerade in Ordnung, dass er sowohl Langbogen als auch Armbrustschützen macht, weil er auch einfach akut Armee braucht aktuell. Also, wenn man sich das mal anschaut hier, das ist eigentlich für ihn sieht das schon echt böse aus. Wenn ich damit Rammen gekommen wäre zum Beispiel, das wäre auch noch eine Option gewesen natürlich. Ich habe es aber, meinen Plan aber durchgezogen mit den Triboken. Es war wirklich eine super safe Option. Habe mich da auch so ein bisschen auf unseren Tribok-Krieg eingelassen. Auch nicht die schlauste Option letzten Endes, weil nur mal die Triboken theoretisch von den Briten noch besser sein können, wenn man sich das Upgrade Warwolf holt. Wie heißt das eigentlich zu Deutsch? Okay, das heißt genauso. Interessant. Damit hätte er im Kampf Triburg gegen Triburg auf jeden Fall besser dastehen können. Außerdem hatte er 2 Burgen. Also auch das keine optimale Spielentscheidung. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, wie das sich genau numerisch mit der Imperialzeit ausgedrückt hat. Ja, knapp 3 Minuten waren es. Aber ich habe da auch nicht allzu viel, nicht so riesen Kapital rausgeschlagen. Es hat ihm nur auf jeden Fall die Kontrolle über die Map gekostet und die hat auch nie wieder zurückgewonnen. Wodurch seine Außenposten natürlich dann draufgehen. Mönch finde ich auch nicht schlecht. Kann er, wenn es auch er noch nicht so als viel mehr hat, noch den einen oder anderen
Chevalier eben mitnehmen. Hier rauszugehen, auch grundsätzlich überhaupt hier, kann er nicht rausgehen. Also diese Armee kann er nicht bekämpfen. Die konnte er auch später nicht bekämpfen, wie wir sehen werden. Aber hier auf... Und die Produktion halt weiterhin draußen ist und nicht in die Gebäude reingeht. Also ich habe das teilweise gemacht, als ich produziert habe. Einfach auf das Gebäude rechts klicken. Wenn man das Gebäude ausgewählt hat, dann werden alle ausgebildeten Einheiten erstmal ins Gebäude einquartiert. Obwohl man in die Schießanlagen oder Ställe natürlich normalerweise gar nicht einquartieren kann. Und bis zu 10 Einheiten kann man so schon mal in Sicherheit quasi ausbilden. Das ist schon mal ganz gut. So, ich habe nicht aufgepasst, aber ich gehe mal stark davon aus, dass er sich nicht Warwolf geholt hat. Das ist auch, glaube ich, eine relativ teure Technologie. Ja. Hätte ich an seiner Stelle auch hier an der Stelle nicht gemacht. Das kann er sich auf jeden Fall nicht leisten. Und was ich okay finde, ist, dass er sich hier, ich kenne den Namen alle nicht, Mauerhandwerk holt. Das macht dann seine Gebäude nochmal ein bisschen widerstandsfähiger, gibt denen mehr Lebenspunkte und ein bisschen mehr unsichtbare Panzerung, von der man nicht so allzu viel vom Spiel selber erfährt. Ja, und er kann hier ganz gut gegen reparieren. Er hat leider keinen Stein mehr, was er aktuell sammelt. Er hat das nur hier und er sieht, dass meine Kollegen hier warten. Er kann sich aktuell eigentlich keinen Stein holen. Das heißt, er muss den gleich kaufen oder sich von der Burg verabschieden. Ich glaube, er hat eher gekauft, weil er das ziemlich lange repariert. An der Stelle würde ich bei ihm auch mal überlegen, ob das mit den Schützen gerade so die beste Option ist, weil er damit die Map Control erstmal nicht wiederkriegt und er möchte eigentlich hier raus und das mit dieser Belagerung quasi durchbrechen, dass er die ganze Zeit mit Triboken hier drauf geballert bekommt. Denn selbst wenn er hier meine Triboke alle zerstört, könnte halt nochmal von der anderen Seite kommen oder erstmal, er kann meine Burg halt nicht angreifen. Das ist eigentlich der Punkt, den ich machen will. Für ihn, selbst wenn er das abwehrt hier ist, bin ich trotzdem immer noch am Drücker, weil er aktuell nicht rauskommt aus seiner Base. Und er kann diese Burg daher nicht unter Druck setzen und die zweite von, die irgendwo hier war, natürlich auch nicht. Und da ist das für ihn vielleicht die bessere Option, würde ich jetzt mal sagen, die Hellebardiere eher zu fokussieren, damit er gegen meine Chevaliere auch erstmal gut kämpfen kann und auch nicht so auf Gold angewiesen ist, wobei das bei ihm aktuell noch nicht so das Problem ist. Dorfbewohner technisch macht er gerade auch nichts mehr. Ich achte gleich nochmal drauf. 107 sind wir gerade. Er hat natürlich Wichtigeres zu tun letzten Endes, aber es wird auch nicht schaden, hier nochmal ein paar mehr zu haben auf jeden Fall. Aber grundsätzlich die Entscheidung, sich hier auf den Triborg-Kampf einzulassen, auf jeden Fall absolut korrekt. Was er noch hätte machen können, wäre meine Dorfbewohner, die hier so ein bisschen drin Reparierservice darstellen, mit seinen Schützen abzuknallen. Das wäre auf jeden Fall von der Reichweite machbar gewesen. So, und Häuser, ganz klar ein Thema, das wir ansprechen müssen weiterhin. Jetzt macht er wieder Dorfwohnen, also das hat sich erledigt, der Punkt. Gerade in der Situation darf ihm das nicht passieren, weil er darauf angewiesen ist, Militär zu bekommen. Und er schießt ja auch konsequent auf den Tribox selber, das ist auch nochmal ganz gut. Nimmt er auch nochmal ein paar Lebenspunkte weg. Und ja, hier würde ich würde keine Langbogenschützen machen, einfach weil Triböcke hier wertvoller sein könnten, um meine Triböcke eben abzuwehren. Das wäre nochmal so ein Punkt, den ich jetzt kritisieren würde. Es hat auch einen ganz guten Pulk an Schützen mittlerweile, dass meine Chevaliere da nicht mehr ganz so frech einfach an die Mauer laufen können, ohne dass das bestraft wird. Hat er da gerade mit dem Triborg nach meinen Chevalieren geballert. Jetzt kommt die Idee mit den Kasernen, aber Upgrades hat er dafür noch nicht in die Schleife geworfen. Und jetzt ist halt die Burg down. Auch das so ein Punkt, das ist ja nicht, das kommt ja nicht überraschend. Ne? Er kann ja relativ klar erahnen, wann hier Schicht im Schacht ist, nämlich dann, wenn hier 0 steht und er nichts nachkauft. Das heißt, besonders dann, wenn das ansteht, muss er eigentlich richtig enorm auf Häuserbau gehen, damit genau sowas eben nicht passiert jetzt hier, dass er auf 2 Häuser warten muss, bis er wieder die Gelegenheit bekommt, eine Einheit auszubilden. Und ich bin an der Bevölkerungsgrenze an der Stelle. Hier verschwende ich natürlich ordentlich Einheiten. Da macht er nochmal ganz gut was wett, obwohl so viele habe ich gar nicht verloren, interessanterweise. Er wird doch nicht, also ich glaube absolut nicht, dass er nicht Ballistik erforscht hat. Doch hat er. Dann war das einfach die Genauigkeit, die er sich als Brit hier natürlich nicht verbessern kann. Das habe ich übrigens, glaube ich, gar nicht bemerkt. Ne? Das ist frech, dass er das macht, aber es ist auch gut, dass er das macht. Wenn ich es nicht merke, dann kriegt er hier noch ein bisschen dringend benötigtes Stein, das ihn eventuell diese Burg halt nochmal retten kann. Und Elite Langbogenschützen ist auf jeden Fall ein Fehler an der Stelle. Denn er gibt hier Ressourcen aus für eine Einheit, auf die er jetzt erstmal nicht weiter wird gehen können, weil er eine Burg verloren hat. Und es eine Weile dauern wird, bis er eine zweite hat. Also hier so viel Gold für eine Einheit auszugeben, die eine marginale Verbesserung gegenüber seinen Armbrustschützen oder Arbalestschützen, meine ich, darstellt,
Finde ich nicht okay an der Stelle. Wenn er viele Burgen hat und die Burgen auch quasi sicher wären, sodass er die zur Produktion auch weiterhin nutzen kann, dann ja, dann kann man das machen. Aber hier würde ich die Ressourcen auch auf jeden Fall eher so in Hellebarden und die Upgrades in die Hellebarden halt stecken, damit er mit diesem Pulk auch demnächst mal klarkommt. Ich bin auch immer noch in Überzahl, was die Armee angeht, was mich ein bisschen überrascht, weil er eigentlich armeetechnisch gar nicht so schlecht produziert. Aber gut, er hat auch einiges verloren. Ja. So, hier hätte er eventuell nochmal hinterher mauern können, da er weiß, dass er nicht wirklich bereit ist für meine Armee. Mit wie viel laufe ich hier rein? Lass mich mal kurz hier schauen. Achso, es sind, wenn man die mit, er sind so ungefähr 60, werden es sein, also dieses Maximum, was man auswählen kann. Bei ihm stehen hier 30, wo sind die Langbögen? Ja, ungefähr 50 Bogenschützen. Da kommen ja auch noch, na gut, er ist bevölkerungsblockiert, also kommt erstmal nichts nach. Ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, wie gut der Kampf für mich lief hier an der Stelle. Aber er hat alle Upgrades. Außer, Chemie, denke ich mal. Genau, ja. Er hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber er hat die auch, also hätte die auch nochmal irgendwie so eine Ecke reinstecken können, damit die nicht so viel Angriffsfläche bieten. Das wäre noch ein Faktor gewesen. Ja, also ich glaube, dass er hier kämpft und sich erst noch ein bisschen hier überhaupt quasi da raus bewegt, gibt mir halt nochmal deutlich mehr, als es ihn kostet. Also er hat mir quasi auch nochmal einen besseren Kampf angeboten, als er hätte tun müssen. Aber ja klar, an der Stelle ist das Spiel natürlich absolut vorbei, weil jetzt auch seine Wirtschaft nicht mehr weiter überleben wird und der den Kampf auch noch verloren hat. Ganz klare Sache. Aber insgesamt finde ich, hat er keine allzu groben Schnitzer gemacht. Die Upgrades waren ein bisschen wild. Aber er hat jetzt, ich glaube auch, dass er vielleicht ein bisschen vorsichtiger gespielt hat, weil das ist leider bei in dieser Reihe nicht so wirklich zu vermeiden. Das wäre der einzige Vorteil des Smurf-Accounts gewesen. Dass er sich bewusst ist, dass er gegen einen Spieler mit einer höheren Wertung spielt. Und dann tendiert man rein psychologisch eher dazu, ein bisschen zurückhaltender zu spielen, glaube ich. Also auch aus eigener Erfahrung. Wenn ich gegen einen besseren Spieler spiele oder einen nominell besseren zumindest, dass ich dann eher dazu neige, es ein bisschen defensiver oder ein bisschen vorsichtiger angehen zu lassen. Und ja, das mit dem Scout hat er wirklich sehr gut gemacht. Da hat er mir den Stein abgekauft und sein Early Game war stärker als meins. Von daher hätte eigentlich Early Game auch den Vorteil mit, zum Beispiel mit Reliquien hätte er ausspielen können oder hätte meinen Mönch halt zum Beispiel auch erwischen können, um mich zumindest von Reliquien abzuhalten, sowas in der Richtung halt. Ja, aber ansonsten denke ich, habe ich alles zum Spiel gesagt. Danke auf jeden Fall fürs Mitmachen. Ich habe ja 4 Reliquien sogar bekommen, klar, das gibt auch nochmal ganz gut Gold. Ich hoffe jedenfalls, euch hat diese letzte Episode aus diesem Elo-Bereich auch nochmal geholfen und gefallen. Jetzt haben wir auch die Berber mal genommen, die hatte ich eigentlich am liebsten natürlich für Arabien, aber gut. Dann wird das also in der nächsten Folge, habe ich hier richtig mitgezählt, ich glaube, das ist Folge 20, das wir gerade hier haben, oder 21? Ich glaube 20. Das heißt, Folge 21 wird dann im 1200 bis 1300 Bereich anfangen und da, die Spieler, die ich da schon auf dem Zettel habe und auch die Spieler, die ich auch grundsätzlich in diesem Bereich gesehen habe und kenne, vor denen habe ich dann doch schon ein bisschen mehr Respekt, muss ich sagen, weil ich auch einfach denke, dass der Abstand zu mir nicht mehr so klar zu bemessen ist bald. Also das, ich werde die Reihe auch, glaube ich, nur bis 1400 machen. Ich bin selbst ja bei 1500, kann man das irgendwie hier sehen. Naja, auch nicht schlimm. Ich bin selbst so ungefähr bei 15. Weil es auch für mich nicht, also ab 1400 ist es total vermessen, einfach von mir zu sagen, so hey, der Schritt fehlt von 14 zu meinem. Das sind Nuancen, die ich auch selber gar kaum beziffern kann. Und Spieler im 1400er Bereich haben Stärken, die ich teilweise nicht habe und haben dann Schwächen, die ich vielleicht nicht habe. Und dann, also das ist, der Übergang ist dann nicht so ganz so klar und auch im 12 bis 1300er Bereich werde ich, denke ich mal, die eine oder andere Schwierigkeit bereits erleben. Haben wir in diesem Elo-Bereich jetzt auch schon mal gehabt. Hab natürlich schon mal deutlich mehr Dorfbewohner und insgesamt Kämpfe auch verloren als in den vorigen Elo-Bereich, das ist ganz klar. Und im nächsten Elo-Bereich werde ich, glaube ich, doch schon mal ganz gut unter Druck geraten. Da habe ich definitiv die Erwartung, dass das ein paar ganz harte Partien werden könnten. Aber schauen wir mal, wie das so wird. Und welche Spieler sich da einfinden werden, werdet ihr dann natürlich auch sehen. Und welche neuen kleinen Kniffe und Tricks wir ins Repertoire aufnehmen. Also, bis dann.